Übergabe in Kitze. Kitze, Slowakei, 17.09.2016. Kitze ist ein kleiner Ort im Süden von Bratislava. Aus dem früher verschlafenen Nest inmitten von weiten Feldern ist in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Tschechoslowakei und der Öffnung der Grenzen ein beliebter Wohnort für all die geworden, die sich Bratislava nicht leisten können oder die keine Lust haben, in den sanierten Plattenbauten der Neustadt zu wohnen. In wenigen Jahren wurden überall Einfamilienhaussiedlungen und moderne Wohnblocks aus dem Boden gestampft. Die Bauern, die dort ehemals ihre Felder bestellten, wurden reihenweise zu vermögenden Leuten. Das nahegelegene Bratislava mit seinen Vororten ist zur hippen Boomtown geworden. Überall kann man 24 Stunden am Tag einkaufen. Zwischen Wien und Bratislava verkehrt der Twin City Liner, ein Tragflächenboot, das mit gut 70 Kilometer pro Stunde über die Donau donnert und die beiden Städte in einer guten Stunde staufrei miteinander verbindet. Vor der Stadt liegen die großen Logistiklager der DHL, VW hat sich hier angesiedelt, IKEA ist da. Der westliche Konsum nahm Besitz von Bratislava. Auch die Slowaken wollten gerne die süßen Vorzüge des Kapitalismus genießen, die man so lange entbehren musste. Von der A6 gelangt man über die Abfahrt 50 nach 2 Kilometern zum Billa-Einkaufszentrum in Kitze. Der Parkplatz des Supermarktes war zu so früher Stunde noch leer, aber es waren schon die ersten Frühaufsteher unterwegs, die zur Arbeit gingen. Roman stand seit 5 Uhr mit zwei sehr großen schwarzen BMW-Limousinen auf dem Parkplatz und wartete. Er hatte drei seiner breitschultrigen Freunde mitgebracht, die Tag und Nacht auf ihn aufpassten. Um 5.39 Uhr bog Alex in den Parkplatz ein, hielt neben den beiden Luxuskarossen und stieg aus. Als er Roman hinter den abgedunkelten Scheiben aussteigen sah, freute er sich, lief zu ihm und umarmte ihn herzlich. »Du musst mir helfen, Roman, ich bin in großer Gefahr. Mein Haus ist aufgebrochen und durchsucht worden. Meine Familie auf der Flucht und man verfolgt mich. Ich habe nichts Böses getan. Ich habe etwas bislang Unbekanntes in der Bibel gefunden und ich glaube, dass irgendeine Organisation meine Daten runtergeladen hat und jetzt versucht, mich zu fangen und zu verhören. Ich habe eine Bitte. Kannst du meinen Laptop und mein NAS zu einer Bank in Bratislava oder besser noch in Wien in ein Schließfach bringen und dort einschließen? Das Geld gebe ich dir später. Ich bin in großer Eile. Ich muss zu Jakob nach Rumänien.« »Lieber Freund, wenn es um das Evangelium geht, kannst du immer auf mich zählen, das weißt du. Gib die Sachen her. Du weißt, wie du mich erreichst. Und jetzt hau ab. Ich hab dich nie gesehen und du hast mich nie gesehen. Gott mit dir.« Alex drückte Roman den Laptop und das NAS in die Hand und setzte sich wieder in den Wagen. Roman gab die Sachen einem seiner Leute, von einem anderen nahm er eine Thermoskanne mit heißem Kaffee und gab sie Alex. »Hey, du siehst ziemlich fertig aus, mein Junge. Vielleicht wird dir das helfen. Und jetzt ab mit dir. Wir sehen uns. Shalom.« Alex nickte ihm zu, drehte am Lenkrad seines Mercedes und brauste in Richtung Autobahn davon. Knapp 7 Stunden später sollte er gegen 12.40 Uhr völlig erschlagen auf den Innenhof des Hauses seines Freundes Jakob Knecht in Zentralrumänien rollen. Roman nickte seinen Leibwächtern zu und ließ die Sachen in einem seiner Autos verstauen. Er würde mitnichten auf eine Bank in Bratislava gehen. Und schon gar nicht nach Wien. Wie naiv die Deutschen manchmal waren. Sicher war das Eigentum seines Freundes Alex nur bei ihm. Roman. Er hatte seine eigene Art, Dinge zu verstecken oder Dinge zu beschaffen. In jedem Fall waren die Sachen bei ihm weit besser aufgehoben und wenn Alex sie eines Tages zurückhaben wollte, wüsste Roman immer, wo er die Sachen seines Freundes versteckt hatte. Die Christen müssen sich untereinander mehr helfen, dachte Roman, nicht nur die Zigeuner. Er lächelte breit und die Goldkronen auf seinen Schneidezähnen blinkten in der aufgehenden Sonne.